Yo, hi und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde Attack of the B-Team im Format Trust and Betrayal mit den grandiosen Let's Playern. Da haben wir zum Beispiel die Julia. Hallöchen. Und den Dark Hunter. Hi. Den Kaden. Hallo. Und den Tarumaru. Hallo. Jo, und ich bin auch dabei und wir spielen hier wieder Überforderung pur. Los. Ja, so könnte man das auch nennen. Also, das sind so die Momente, wo ich mich wirklich frage, ob das die richtige Entscheidung war, mich für dieses Projekt hier zu melden. Bist du schon im Nether? Ah ja, hier ist deine Kiste, ich sehe schon. Die steht vor dem Nether, deine Kiste. Wartet auf dich. Ja, okay. Ich kann es dir auch noch nicht ganz so genau antworten. Nein, ich finde es sehr, sehr gut. Wo bist du? Was hast du denn für einen Kopf, ich Alter? Ich spiele gerade einen Pikmin. Ah. Hey. Und wer schießt auf mich? Verdammte Axt! Aber ihr habt ja schon in die Konfi geschrieben, dass sie gespielt haben oder dass sie spielen, ne? Ja. Ja. Nee, ich frage nur, ich habe keine Ahnung. Dark, bist du gerade da? Ist es hier so hell? Ja, ich bin am Anfang, ich bin gerade eine Spinne schlachten. Wo bist du? Willst du was von mir? Ich bin etwas südlich, aber das Problem ist gerade. Da hat sich viel Items droppen lassen, könntest du mitnehmen? Wenn du mir was sagst. Meine Kühe haben Angst vor mir. Ich bin etwas südlich vom Portal. Ich bin auch südlich. Aber nicht ganz. Nein! Also ist die Kühe ahnen, dass ich sie für genetische Experimente missbrauchen möchte, die sie deswegen runterspringen wollen in den Tod. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich habe eine Erfahrungskugel. Weil die sagen, wir müssen kurz beim Portal treffen? Ja, gleich. Warte. Ich muss nur kurz die Überreste sammeln. Ich bin da. Warte, ich komme. Das ist das Portal. Eine blöde Idee gewesen. Ich bin über dem Portal. Ah, hier bist du. Hi. Hinter dir. Ach da, okay, komm kurz mit. Ja. Okay, es war vielleicht nicht ganz südlich vom Portal. Wo ist denn das bei dir südlich, Alter? Ja, ich hab gedacht, ich bin südlich geflogen, aber ich bin gar nicht. Hier oben liegt noch Zeug. Könntest du das mitnehmen? Kann mir mal einer sagen, wo das hässliche Portal ist? Okay. Dabei. In der Mitte der Stadt am Spawn, wo du die Farbe wechseln kannst. Aha, oh Gott, ein Guest. Ah. Guest. Na, Guest, willst du sterben? Anscheinend. Mhm. Aua. Okay, ja, wie ist es jetzt mit der Haltbarkeit? Was? Na, von. Haltbarkeit? Von dem Schwert. So, das regeneriert sich doch, wenn der Maus draufgepackt hat. Habe ich nicht. Ich wollte ich noch machen, aber ich hab's irgendwie vergessen. Kannst du mir auch noch Auto-Repair aufmachen? Ich muss mir auch noch mal irgend so ein tolles Schwert machen. Ich hab sowas auch noch nicht. Stimmt, ja. Karten kannst du bei mir auch noch Auto-Repair drauf machen, auch wenn es schon Attack Damage hat. Was halt drauf machen? Auto-Repair. Ja, mache ich noch. Auch wenn es Attack Damage schon drauf hat? Du hast doch. Ja, hab der geht. Papiergriff genommen oder einen normalen? Normaler Griff. Wem gehört denn das Haus hier mit dem Plantage oben drauf? Also ich hab Schärfe, Outrepair, Lifesteal und Feurig. Kann man reingehen, ne? Okay. Oh, Lifesteal. So, was will ich jetzt eigentlich hier im Nether? Was will ich hier? Lescario, okay. Hm, hab ich davor schon gefunden gehabt. Lescario hat aber auch einen hässlichen Farbgeschmack. Boah. Sehr freundlich. Sorry. Die Kombo verdient definitiv keinen Nobelpreis. Wo geht's denn jetzt hier eigentlich lang? Wo ist denn jetzt hier ein Haus? Ach, über den Wolken. Weil meine Map irgendwie wieder komplett schwarz geworden ist, finde ich absolut nicht mehr den Weg zum Zentrum. Muss irgendeinen Knopf drücken. Das ist scheiße. Warum habe ich schon wieder so viel Skin-Sales dabei? Skin-Scales? Wer baut denn hier oben schon wieder so ein Haus? Weil du die für mich aufgesammelt hast? Du bist ein Arsch! Ach so! Was, ja, den Scheiß kannst du mir selber behalten, Alter! Was Platz eine Frage, ja? Hier oben ist ja so ein Haus. Von wem auch immer. Von wem ist das? Mein Haus ist das Haus mit dem Lord Verdimis. Und darf man da jetzt rauf auf diese Plattform? Weil die blaue Wolle hängt ja eher an der Tür, oder? Darf man den Vorgarten betreten oder nicht? Wenn der Vorgarten eingezäunt ist, komplett nein. Aber wenn du einen Weg findest, ohne an einer Tür vorbeizukommen, reinzukommen, dann ja. Ich darf da reingehen. Du darfst natürlich nichts rausholen, weil es ja immer noch safe ist. Ja, aber ich sag mal, wenn da vorne ein Eingangstor ist, welches keinerlei. Wenn der Garten nicht abgeschlossen ist, ist es jetzt nicht als Safe Zone. Gut. Also ich habe keine Ahnung, wie man es zentriert. Darf ich mir denn da was abbauen, so Möhren und so? Gold geht nicht anscheinend. Darf ich mir denn Möhren und Kartoffeln nehmen und die anpflanzen? Würde ich jetzt falsch gemacht. Eigentlich nicht, nein. Aha. Du darfst eigentlich nichts da machen, weil es immer noch die Safe Zone ist. Kein Recht, das dahin zu gehen. Hm. Naja dann. Warum bin ich eigentlich grün gerade? Ist noch jemand zu Hause? Warum ist überhaupt alles blau? Kahn ist Team Grün. Ups, bin aus, dass hier anscheinend auf die Platte gekommen sehe ich. Das Fiese ist, wenn ein Monster drauf springt, dann, oder der Luggage zum Beispiel, dann erinnert sich bei irgendeinem Rennen die Farbe. Kahn? Nein, ja. Echt? Kannst du mir bitte die Koordinaten. Ach, wahrscheinlich beim nächsten, geben? Ne? Der am nächsten dran ist. Kann sein. Achso, naja, klar. Ich bin bei
1470 und 1068. Danke. Blau, grün. Aua. Alter, muss ich erstmal alles angucken. Hier werden hier die Hütte gebaut. Verdammt. Gut finde ich die weiter oben von Aaron Gorobai. Die sieht sehr schön aus. Das andere war 1000. Welche? 1000. Ist hier irgendeiner so in den Berg reingebaut? Ich muss mal gucken, was. Ich bin schon ein bisschen weggeflogen. Du bist schon zum Spawn, also zum, ja, zum Portal. Und alte Scheiße. Bin ich jetzt wieder rot? Ja, gut. Ich muss echt mal gucken, was so entstanden ist. Ist ja krass. Hast du alles schon aus dem Nether geholt, was du wolltest? Ich wollte dir die Pigments quälen und ein bisschen Lava holen, ja. Ich hab. Aber wie der erstmal demonstrativ eine Dia-Rüstung steht. Das ist Krebs von zu Hause. Alte Scheiße. Das ist der Drache? Ist er der Drache? Nee, nee, der ist tot. Wie, der ist tot? Scheiß. Sonst hätte ich den jetzt getötet. Der hat ja mal umgebracht. Deine Kiste ist voll mies, die da unten drunter steht. Die klaut mir die ganzen Sachen raus. Und wo ist jetzt das Portal? Was ist denn das hier überhaupt für eine... Ich blick hier nicht durch. Der ganze Spawn ist für mich total fremd. Aber wie auch alles blau ist, ey. Hast du einen Ingot-Cast zufällig? Ah, ja. Das sind ja auch die, die am meisten Folgengeräte haben. Ey, ich kenne mich auch nicht wirklich aus, also von daher... Wo sind der hin? Ich habe ihn gerade genommen. Was ist denn das für ein Dach? Carpenters? Achso. Alte Scheiße. Wie sie erstmal alle ihren Dings haben. Blau, blau, blau. Wo, ich finde dieses hässliche Portal nicht. Da steht es da mitten, wo wir gespawnt sind damals. Da, wo wir gespawnt sind, das ist das Ding. Wenn ich das mal finden würde. Boah, ich höre schon wieder einen Gast. Ja, hopp, ach, der Hopper, wenn du da baust, ist ja fies. Ich war noch nie bei Attack of the B-Team im Dings, im Nether. Der Hopper klaut automatisch aus dem Cast raus. Das ist, ja, es ist ziemlich riesig, das Nether. Ja, das war ja so. Es ist mega so riesig. Die Holz ist voll, das ist mal da. Ich hab mich auch schon mehr als einmal verflogen. Ich hab mich auch schon mal retten müssen. Ja, weil du mich, weil du mich getötet hast. Selber schuld. Das müssen wir jetzt hier nicht erwähnen. Oh, doch. Das müssen wir erwähnen. Kann ich mir einen Rucksack bauen. Das müssen wir erwähnen. Stimmt. Für jeder kannst du auch Ems töten, by the way, gell? Dem Modpack gibt es ja drei Rucksäcke. Was? Ja, wobei, beim Knapsack musst du aufpassen, dass, weil der wird irgendwie anders gespeichert, auch mit den Graves. Da musst du ein bisschen aufpassen. Okay, also der ist weg, wenn ich sterbe, sozusagen. Ja, der verhält sich irgendwie komisch. Ich kann es irgendwie nicht so richtig erklären. Warum hast du jetzt gerade geredet? Ich verstehe kein Wort mehr. Das geht mir auch so. Also, das erschlägt mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen. Das ist alles so kompliziert. Es ist ein Ding, wird, dass du mehr Dinge mitnehmen kannst. Ein Rucksack, ja. Also ja, Rucksack weiß ich, so einen habe ich mir ja selbst schon gemacht. Hättet ihr nicht einfach mal sagen können, Rucksack? Es gibt drei Rucksäcke. Es gibt den Rucksack, den du in der Hand halten musst. Dann sag Rucksack A, B und C. Aber nicht... Ein C-Rucksack. Ah, nee. Nein, C, jetzt hör doch zu. Ja, C, nicht A. Nein, ich will keine Spinne sein. Also es ist der Rucksack, den du auf den Rücken schneiden kannst, das ist dein Inventar erweitert einfach. Ah, der ist cool. Und den habt ihr schon? Den baue ich mir gerade zusammen. Der kostet ja nur 2 Eisenroten und 6 Leder. Aha. Ich will den auch haben. Ui, ich habe eine Burg gefunden. Musst du mir gleich mal sagen, wie ihr Name dich heißt? Rucksack. Nee, der ist Knapsack. Knapsack? Ja, ich will nicht gegen Blazes Knapsack kämpfen. Genau. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Welche Richtung bist du geflogen zu der Festung? Verdammt. Geradeaus. Drück M. Bist du vom Spawn aus nach rechts oder nach links? Moment, ich habe die Map schon wieder auf irgendeiner Taste, wo ich sie nicht haben will. Verdammt, ey, Leute, die Welt ist echt grausam, hab ich mir vor. Das ist ja. Ist ja übel. Ich nehme das gleich nochmal ein, die Karte. Ich hab noch Leder. Ja, ich brauche auch noch Leder. Scheiße. Ich hatte gerade Leder, ich krieg meine Kisten nicht durch. Sind das Netherwolken? Hier gibt's auch keine Ursache. Das sind Schwefelwolken. Das Leder. Kann man die abbauen? Ja. Was hat man davon? Schwefel. Und aus neuen Schwefel kannst du ein Sprengpulver machen. Geil. Echt? Ja, geil. Das wäre ich gar nicht so. Irgendwie schön. Noch viel effizienter, aber auf jeden Fall kannst du aus dem Schwefelzeug Sprengpulver machen. Da hinten sehe ich einen. Wow. Und was ist dieses Ash Cloud? Was kann man daraus machen? Keine Ahnung. Was zur Hölle ist das denn hier schon? Ich glaube, das werden wir heute noch öfters sehen. Hat hier jemand Häuser gebaut oder sind die Redstone-Fackeln auf irgendwas drauf? Nee, das ist Blut für Nekromantie. Ah, okay, dann hat sich das, was ist das denn schon wieder erklärt? Das ist was? Das ist Blut für die Nekromantie-Mod. Achso. Die ist auch schön, da muss ich auch noch anfangen. Sehr gut. Ich hab noch so viel zu tun. Uah!
Karten, ich hab dir deines. Ich hab dir die Scales in deine Kiste reingelegt. Ich werde dir nämlich nicht mitschleppen. Ich empfehle dir sehr dringend, eine Blaze zu töten, damit du voll immun wirst, damit du im Nether nicht stirbst. Was zur Hölle sind das für komische schwarze Schatten, die da rumliegen? Was sind denn das? Das sind so komische schwarze Schatten. Das sind Phantome. Einfach killen. Einfach killen. Einfach mal töten. Am besten, wenn du über der Lava bist. Die kennen nämlich Fliegen, glaube ich. Was schreit denn hier so? Wer schreit denn, Alter? Autsch, ach da in diese. Das ist Julia, die so schreit. In diese roten Fäden darf man nicht reinfliegen, habe ich mir jetzt, glaube ich. Die roten Fäden sind aus Lava. Deswegen, wenn er in Gas reinfliegt, dann dreht er durch. Deswegen brüllt er hier so. Ja. Ich würde euch empfehlen, euch eine Lohe zu holen, weil die sind feuerimmun. Wenn ich als Lohe rumfliege. Ja, du bist feuerimmun, kannst dich Lava drauf. Das ist ja ekelhaft. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Was denn? Fuck, Alter, jetzt werde ich zum Gas. Wer hat meine Lava geklaut? Mein Leder geklaut? Bin ich echt ein Gas? Sehr gut. Also ein Gas im Nether zu sein, ist, glaube ich, keine gute Idee. Nee, der ist zu groß, der trifft sich vielleicht. Der ist dick. Der ist ziemlich dick, so. Ja. Naja, zumal ich denke, dass die meisten ziemlich schnell den Bogen zücken und schießen wollen. Nee, am besten eine Lohe, weil du kannst nicht die Lava abtauchen, wenn du angegriffen wirst. Ich fliege eher ran. Jetzt bin ich eine hässliche Biene. Oder du holst jetzt entsprechend Lava. Also verpiss dich mit deiner scheiß Biene. Oh, echt? Cool. Achso, das ist Pikmin. Yeah. Ja, stimmt, du hast ja schon alles gebaut. Ich muss ja jetzt erstmal Gene machen, aus den Gene so ein blödes Buch machen. Dann die ganze immer Digger zu bauen. Ne? Oh ja, du brauchst ganz viele Bücher übrigens. Piss dich, Alter. Mach einen Abgang. Du scheiß Biene. Ja, ich habe mit der Combustion Engine angefangen, von dem Pack, was dazugehört. Das Ding ist ja alle, so, bevor du auch nur einen Gen hast. Und das ist ein Auditor. Ja, das stimmt. Und zügelt euch mal zu sterben, wa? Wir können Expansion umsteigen. Kann ich aus dem Pilzen LSD machen? Nee. Ja? Die erste Strafe ist, keine Monster mit Hüte zu töten. Das ist ja nicht so schlimm. Hütet euch zu sterben? Alter, mal ganz ehrlich. Ja, wir können ab irgendeiner bestimmten Straf- oder Todesfolge nicht mehr fliegen. Oder für ein paar Folgen. Ja, naja, als ob das 50 Strafen. Als ob ich das Problem wäre hier gerade. Ich meinte ja generell jetzt. Und ohne Fliegen möchte ich ungern hier weiterspielen. Oh ja, wirklich. Was ist denn das für ein Zeug? Knochen? Das testen? Ich suche hier Tiere, aber ich finde keine. Gut. Was sind denn das für Small Bone Segment? Aha. Was braucht man die denn? Kann ich auch als. Kann mir einer sagen, für was man diese Small Bone Segment Dinger braucht? Karten bestimmt. Der kann ganz Knochen bauen, glaube ich. Small Bone Segment. Sagt mir gerade spontan nichts. Ein Schwein! Medium Bone. Oh, genau, da wollte ich das Ding bauen, genau. Ey, ich bin. Oder weil ich Silber brauchte. Sieht schon geil aus, oder? Diese ganze Kacke hier. Ja, stimmt, ich wollte noch eine Fledermaus bauen. Baue mich gerade irgendwie durch. Ich weiß nicht, ob das doch das ist eine gute Idee. Aber welche Gene du brauchst, das Enderman-Gene, dann kannst du nämlich diese Ender-Chest Gene bauen. Die habe ich schon. Habe ich schon gemacht. Und die Death-Chest habe ich auch schon. Okay, also Blazes töten sollen. Also können wir ausprobieren, ob die Grave-Mod vor der Ender-Mod kommt. Die funktioniert vor der Ender. Ich habe schon alles durchgetestet. Also die Grave vor der Grave-Mod. Nein, da schießt schon schön. Entschuldigung, was? Irgendwie. Was sind denn das? Sind das so eine Bienenwaben, ja? Oder was ist das? Das ist ekelhaft. Vorsichtig, da vorsichtig vor den Bienen. Da kommt immer wieder Bienen. Muss dir Gasmod holen, die wegbomben. Stimmt, Dick. Ah, ich trottel, weißt du? Ah, sowas Einfaches und ich denk nicht dran. Was? Als Gas die Bienendinger wegzuschießen. Du bist ja kein Gas, du kannst ja nicht schießen, du brauchst die Gas-Gene von. Richtig. Ah, okay. Dann kann ich dir das synthetisieren und dir von mir aus reinspritzen. Dann habe ich doch alles richtig gemacht. Wenn du was willst. Gut, Karten, dass du sowas kannst. Ich bin echt glücklich. Oder die explosive Dubstep-Gun. Ja, gib mal. Die geht auch. Ich würde hier gern Gas-Gene haben. Dann darfst du aber nicht mehr in die Hauptstadt. Warum? Weil du mit einem falschen Tastendruck und du haust ein Baus kaputt. Autsch. Weil du schießt dir wirklich diese Gas-Kanonen. Die machen alles kaputt, was unter Stein ist. Cool. Ich finde hier gar nichts. Ich finde gar keine Tiere. Scheiß Viecher. Ach ja, ich wollte mit Redstone. Da muss Redstone mal zufällig. Ich bin irgendwie nur auf Tierjagd. Was anderes Sinnvolles, glaube ich, mache ich hier heute gar nicht. Tötet Enderman, wir brauchen Enderperlen. Oh ja. Was ist ein Tainted Soil? Tainted Soil. Braucht das jemand? Nö. Ich jetzt nicht. Wo ich hin möchte, ist ins Promised Land. Wie viele Enderperlen braucht man für eine Enderchest-Karten?
Für die Ender Chest. Finde ich ja auch lustig. Haha. Eine war es, glaube ich. Auf jeden Fall brauchst du insgesamt 3 für die Death Ender Chest. Okay, also brauche ich noch eine. Weil ich glaube, ja, Endstone kann man auch herstellen, ohne ins Ende zu müssen, ne? Turbolag! Ja, ich bin schuld. Kann sein, weiß ich gerade nicht mehr. Weil hier steht, dass man aus Sandstone mit irgendwas grünem Resonant Ender kann man Endstone machen. Stimmt. Ach Gott. Okay. Oh. Und ach, tschüss. Und Resonant Ender kriegt man ja, wenn man Enderperlen schmilzt, ne? Oder wenn man Endermänner schmilzt. Stimmt, also ja. Beides, ja. Jetzt schmilzt erstmal Endermänner. Oh, das ist kompliziert. Sehr gut, ich bin feuerresistent. Ja, wie klappt das? Muss ich dann in die Schmiede den Enderman reinschmeißen, oder? Ja, du musst halt in der Schmiede sterben. Okay. Du könntest natürlich mit dem Safari-Net, könntest du den fangen und dann reinschmeißen. Sehr gut. Habe ich noch nie ausprobiert, aber es müsste theoretisch gehen. Gott, wisst ihr, dass ihr krank seid? Nein. Ein bisschen. Minimal. Gott, ey. Wahnsinn. Also ich bin momentan gerade wirklich an so einem kleinen Punkt, wo ich sage, das erschlägt mich fast ein bisschen. Was brauche ich? Das heißt, ich wollte Ja, wir haben ein bisschen zu viel damit beschäftigt. Werde ich auch noch zur Spinne? Nein! Nein, du wirst zur Spinne? Ich nein! Eine Spinne. Oh mein Gott! Oh, ich habe Kühe gefunden. So. Oh mein kann Gott. Ich jetzt Wände hochklettern? Fokus, ich brauche Silber. So. Ich glaube, ich kann jetzt Wände hochklettern. Als Spinne kannst du Wände hochklettern, genau. Wenn du dir Spinnen gehen hast, kannst du das auch ohne Spinnen formen. Brauchen wir so ein weiß ich nicht, was. Was droppen denn diese hässlichen Rods noch so mittlerweile? Was anderes? Ja, außer nur diese Blaze Rods oder was anderes? Oder? Aber du könntest die Skelette farmen. Für Wizzer. Wir brauchen unbedingt Wizzer. Was ist ein Wizzer? Ja, einmal Wizzer gehen, damit du deine Attacken wizzern und einmal für. Ich hab Wizzer getötet. Ich kann Wizzer-Skelett, ein Wizzer. Oder ja, was? Ach so, das meinst den du. Wizzer. Den großen. Dafür brauchst du einmal die Schuppen für die gehen. Das heißt, du musst jetzt dieses Riesenmonster mit diesem kleinen Spachtel angreifen. Aber wo werde ich denn so ein hässliches Ding finden? Hinten jetzt noch. So ein Wizzer. Findet man nicht auch einen Nether? Achso, die schwarzen Wither. Skelette musst du töten. Die trocknen ihre Köpfe. Du brauchst die Köpfe von den schwarzen Skeletten. Achso, das war das gewesen. Ich habe aber nur einen, der hat gar nichts getroppt. So eine Scheiße. Was ich auch gern hätte, wären die Ender-Drachen-Gene. Das wird ein bisschen schwierig. Ja. Meinst du? Ich brauche erstmal einen Herzcontainer, bevor ich überhaupt dran denken kann, mir nochmal ein zweites Herz zu bauen. Stimmt. Du hast doch irgendwo mal Kürbisse gesehen. Was habe ich gesehen? Du hast doch irgendwo mal Kürbisse gesehen, wo waren die? Ich brauche hättest du mir das nicht 30 Sekunden vorher sagen können? Ich habe hier vorhin welche gesehen gehabt. Ich spule mal 30 Sekunden zurück und denke dir, dass ich dir das gesagt habe. Brauchen wir die Pilze oder brauchen wir keine Pilze? Ich habe mich hier voll verlaufen, ey. Pilze. Ich brauche mal so einen Oberklocker zufällig, weißt du das? Boah, ich gehe jetzt hier wieder raus, das wird mir doch zu dämlich hier drin. Hi, Ocelot. Oberklocker. Ist doch geil als Blaze. Oh, drei Dias und ein Sattel. Achso, die Oberglocke. Warum ich hier die ganze Zeit in den Kisten irgendwelche Sachen finde, die ich für Pferde brauche, ist ja der Wahnsinn. Was sind denn das für fette Spinnen da unten? Ja, die sind lustig. Java Engine speichert selber auch Energie, ne? Ein bisschen. War, glaube ich, so. Alter, leck doch nicht. Ja. Alter, wie viel kommen denn da raus? Aus der Riesenspinne kommen 4 kleine. 3 oder 4 kleine. Ja. Ja, und die alle sagen, nicht sterben wollen. Und die nicht in Lava hauen? Fuck. Bist du keine Bad? Ja doch, aber ich bin ja bei der ersten Spinne gleich, Achso, du bist mutiert. Ja, das ist scheiße gelaufen, wa? Habe ich Glück gehabt gerade. Scheiße gelaufen. Ja, ich lebe doch noch. Habe Glück gehabt. So ein Mist aber auch. Ja, nein, Spaß. Dankeschön. Nee, ist okay. Du bist auf meiner Liste. So. Liste? Juhu, ich bin drunter. Willst du gar nicht. Das sind doch nur leere Drohungen. Ja. Komm, also Leute, es überfordert mich. Ich gehe total wieder. Leer. Ach, nicht gehen. Wollt ihr ins Bett gehen? Das muss ich auch fahren. Ja, das will ich auch noch. Ich bin die ganze Zeit auf der Suche danach. Ich fahr wieder. Ich hab ein paar Bettzellen. Kannst du mir ein paar normale Zellen bringen? Dann gebe ich dir Bettzellen. Wo zur Hölle? Kann ich jetzt als. Die hört sich gut an. Aber was bringen mir Bettzellen? Ich will direkt das Fliegen. Ach so. Nur weil ich die Zellen habe, heißt ja noch lange nicht, dass ich auch das Fliegen gehen damit drin ist. Ja, ich habe das Blaze durch Lava fliegen? Ich habe nur Bedskin Scales. Ja, kannst du. Ach so, wie viele? Noch habe ich 9. Noch hast du 9. Ich würde ungern die Bedskine benutzen, um mir daraus die Bücher zu bauen. Aber nehme ich, glaube ich, Kuhgene.
Warte, dann kann ich dir welche geben. Ich habe eine. Ah, Schmarrn, Gene habe ich gar nicht mehr. Hä, die sind schon. Ich synthetisiere ja schon für alles direkt. Bin ich jetzt ein Phantom? Ja, ich würde mir am Ende bald an meine Kuhfarm einfach so einen Autosynthetizer dahin packen, der Autoskins. Ich will auch kein Magia-Cube sein. Oder? Das ist natürlich auch praktisch. Ist natürlich geil, dass man sieht, was man ist, ne? Aber vor allen Dingen, was für Resistenzen und so weiter da sind. Finde ich sehr geil, dass es so angezeigt wird. Ah. Stimmt, du hast ja jetzt Resistance 2 drauf, gell? Wie krieg ich einen Iron Touch Rod? Wie heißt das Ding? Achso. Und den du Eisen in der Tough Rod baust. Karten. Ja. Kann man denn mit einer Postbox rumrennen? Zeit. Okay, das ist leicht. Hartkanister. Das ist ein Kanister. Oh, warum brauche ich mir kein Herzkanister? Doubleneck. Will ich. Boah. Diesmal war ich's nicht. Brauche ich nur eine Quartic Bone noch. Ich suche. Ich habe jetzt ein einziges. Da. Sinsberry Bush. So, fertig. Oh, ey. So. Vergifte. Ach, ich wollte jetzt diesen komischen Spachtel nehmen und Kühe schubsen. The bad. Boah, ich hatte doch eigentlich gerade so einen Wizardkopf hier auf dem Boden gefunden gehabt, oder? Drei Stück. Aber wo ist denn der jetzt? Da ist mein Spachtel. Komm her, Süße, wo bist du? Sieht der irgendwie anders aus? Nee, bitte. Warte, der lag doch hier, warum haben wir den? Kann man den DNA-Analyzer auch irgendwie sagen, er soll die Sachen aus dem Ding holen? Kiste oder so? Selbstständig? Nö, du kannst einen Hopper drunter stellen, dann zieht das raus. Boah, it's a tell hier. Drunter? Nee, ich krieg nur Coal. Ja. Wenn du es drunter stellst, dann holt das dir raus. Ah, das ist blöd, wenn man meine Energieleitung gerade gekauft hat. Das nervt mich jetzt irgendwie so ein bisschen. Ich hab eh keinen Oberklocker, daher. Mit was für einer Chance kriegt man denn diese Netherköpfe raus? Ja, dieser Quatsch. Außer du nimmst den Cleaver. Black Cleaver oder den Cleaver, dann kannst du die mit einem Schlag immer abhauen. Den Kopf. Ja. Also irgendeine Waffe, die macht von allen den Kopf ab, auch von Spielern. Ach du Scheiße. Hat auch hingehen und den Dalus Kopf holen. Das ist ein. Moment, ich glaube, ich muss so kurz den Cleaver machen. Ich brauche Dalus Kopf. Dann lieber den. Oh ja. Als Trophäe irgendwo aufstellen. So demonstrativ am Spawn aufhängen. An der Haustür. Genau. Oh. Wo bin ich denn jetzt? Ich darf mich jetzt an. Was ist denn das? Hier jemand? Boah. Scheiße, Mann, ey. Dann probier ich's. Okay. Spinni. Zwischen muss craften, das hab ich vergessen. Toll. Ah. Geh weg. hat man nicht eine Privatsphäre hier? Ja, schade. Also es ist wirklich eine sehr, sehr geringe Chance irgendwie. Ach, scheiße. Haben wir keinen Zaubertisch? Ich dachte, wir hätten einen Zaubertisch. Nee, hab ich noch nicht. Nee. Ach so. Wie konnten die auf einmal hinter mir spawnen? Das würde ich gerne mal wissen. Wir können jetzt zusammenlegen. Leg. Echt? Der deckt gerade auf. Kämpfe nur mit Lohnen und mit ich nicht. Hässlichen Magma-Kackdingern. Wir sind doch bis zu fünft. Boah, das ist doch krank, Leute. Was bin ich denn jetzt? Ein Magma? Oh. So Magma-Slime? Ja. Obwohl ich es ja schon mal war, verstehe ich nicht, warum ich schon wieder bin. Doppelt hält besser. Arsch. Moment, es kommt drauf an, auf die Größe. Es kommt immer auf die Größe an. Oh, ich bin größer geworden, der Wahnsinn. Alter, Scheiße. Schön. Mann. So. Ich bin gerade irgendwie planlos. Zurück. Ja, ich auch. Rad. Warum? Oh, die will ich haben. Die hat einen coolen Hut. Da fliegt eine Fledermaus. Mein Gott. Wer ist denn die Fledermaus über uns im Haus? Ich. Achso. Soll ich dich abschießen? Das? Nee, ich hab eine Spinne getötet. Ich werde hier nie wieder nach Hause finden. Ich hab noch nie so ein großes. So ein großes Ding gesehen. So ein großes Ding gesehen. Noch nie. Ich hoffe, ich werde auch nie wieder so ein großes Ding sehen. Ach Gott. Naja. Manchmal läuft das hier fast kaputt. Alte Scheiße. Ich weiß nicht, ich muss ins Nether wieder. Ach Mann. Das was brauchst du? Ganz, ganz geheimes Zeug. Was für Zeug? Mhm. Was rotes, herzförmiges. Was? Achso, Herzen. Was rotes, herzförmiges. Da droppen die her, oder was? Von Necro oder was? Nee, generell im Nether droppen die doch nur, oder nicht? Nee, ich hab meine Herzen alle aus dem Irland.
Ich hab meine Herzen alle. Ich hab meine Herzen alle nur aus dem Nether. Sehr gut. Ich hab das Fly-Gen. Was ich gerade nicht habe, ist. Oh, das ist ein Fly-Gen, cool. Ja, geil. Ich hab schon wieder ein Herz, geil. Die Strafe, die verbindet dir komplett zu fliegen. Nicht nur als Fledermaus runterfahren. Ja, komplett fliegen. Richtig, ja, da bringt's mir nichts, aber wenn wir die Gestalt nicht wechseln dürfen, kann ich trotzdem fliegen. Allgemein will ich das Chicken-Gen haben, einfach nur, weil ich schon so oft passiert ist, dass ich vergessen habe, dass ich nicht fliegen kann gerade. Scheiße, also, dass ich nochmal runterspringe. Wie kommen wir jetzt nach Hause? Tödlich, aber Leute. Kann man die Schuhe zusammenschlagen? Ja, bitte? Ich porten irgendwie? Ich will mich importen. Du bist nach Hause. Wo ist nur die Lava springen? Ich wäre irgendwie auch gern jetzt woanders, muss ich gestehen. Musst nur in die Lava springen, so ja. Recht hat er. Alter, ja, komm, lass mich in Ruhe. Ich flieg doch einfach nur. Piss dich. So, was brauche ich jetzt? Irgendwas brauchte ich jetzt gar nicht, was vergessen. Hier, braucht nämlich irgendjemand Kürbisse? Ich hab, nee, doch nicht. Das ist kein Kürbis, das ist ein Imp. Nee. Oh, durchfliegen. Ich will einen Eisenkohle mir. Yeah, Mann. Brauch Genie vom Eisengol. Okay. Was hat der? Ach, dafür brauchst du den Kürbis. Ah. Oh. Ja. Was denn das für ein Baum? Wollen wir, anstatt dass wir jetzt so ewig diesen Genetikkram abracken, zusammenlegen? Ich bring euch Bücher. Die Bäume bauen hier aber unheimlich hier nicht schnell die Blätter fertig, ab. Das ist cool. Gedöns. Achso, ja, du bist voll Enchanted? Ich dachte, du brauchst Bücher. Wie? Warte. Hä? Nee. Nee, was? Richtige Bücher. Bücherregale, ich tausche Bücher gegen Gene. Was killt mich denn jetzt hier schon wieder? Bücher gegen Gene. Bestimmt dein Hunger. Kann ich dir nicht sagen. Alter, Scheiße. Ein wirklich merkwürdiges. Das ist eigentlich auch nicht so das Problem, das können wir auch selber herstellen. Ah, klar. Ich hab nur keinen Bock, jetzt eine Stunde da rumzustehen und zu gucken, bis ich mir die ganzen Gene zusammen habe, um mir die Dinger zu bauen. Na, kann ich verstehen. Obwohl, wir haben jetzt auch bloß 3-4 Folgen gebaut. Meiner ist gedroppt, das sollte erstmal reichen. Das Problem ist, ich muss ja jetzt erstmal, glaube ich, als nächstes brauche ich nach dem DNA-Splitter. Nee, was ist das? Scheiße, nee. Analyzer, was brauche ich dann in Splitter, ne? Aua. Nach dem Analyzer kommt Extractor. Extractor, okay. Ich kann es ja hier schön nachschauen. Danke, nochmals. Ja, dann brauche ich DNA, dann brauche ich ein Buch und 4 Zellen, okay. Ja, also ich. Bitte nicht durch, ich maximal, also wir sollten in den nächsten Minuten beenden. Tschüss. Oh, ziemlich viel Zeit. Danke. Jetzt kriegen wir Strafen. Ja, ist ja alles unter Strafe gestellt. Habt ihr schon beendet? Nein. Nein. Okay. Du? Abmoderieren. Nee. Ich war gerade ganz in einer ungünstigen Situation. So, wir sehen uns bei der nächsten Folge, oder? Ja, bis dann. Also, bis zum nächsten Mal. Gebt mal einen kleinen Daumen nach oben, wa? Tschüss. Ciao.